Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute soll es um 4 neue Stadien gehen, die in FIFA 18 dabei sind. Das Video wird jetzt nicht extrem lang oder so, aber ich will euch das Ganze natürlich trotzdem vorstellen. Checkt auf jeden Fall gerne noch den Merchandise in der Beschreibung ab. Vielen Dank für euren Support da. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt rein in den Artikel von EA. Neue Stadien in FIFA 18. Und zwar lesen wir da einfach mal rein. FIFA 18 auf PS4, Xbox One und PC erweckt den Fußball zum Leben und liegt... Und das liegt natürlich auch an den authentischen Nachbildungen einiger der berühmtesten Fußballstadien der Welt. FIFA 18 erweitert die Liste der spielbaren Stadien um 4 neue lizenzierte Stadien. Freu dich auf Atletico Madrids neue Heimspielstätte, das 60.000 Zuschauer fassende, ich will es nicht aussprechen, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, na egal, ich mache es einfach, Wanda Metropolitano. So, erlebe das imposante StubHub Center, die Heimat der der LA Galaxy, und genieße erstmal in FIFA die Atmosphäre der Premier League Neulinge von Huddersfield und Brighton. Sehr, sehr nice. So, wir gehen jetzt rein und da sehen wir nämlich Bilder zu den Stadien und das ist natürlich ganz angenehm. Ich würde es jetzt eigentlich ganz gerne groß machen. Ich würde sagen, ich lade das Bild kurz runter, beziehungsweise lade die Bilder kurz runter und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, also das Heimstadion von Atletico Madrid sieht so aus, finde ich auf jeden Fall, also auf diesem Bild sehr, sehr krass. Die Qualität von dem Bild ist irgendwie jetzt nicht so heftig, aber ich habe es auch gedownloadet und alles probiert, aber die wird auch nicht besser. Ja, die Lichteffekte würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise das Licht allgemein auf dem Bild sieht krass aus. Und das ist eben das Stadion von Atletico Madrid, welches jetzt eben auch dabei ist. Und dann gehen wir zum nächsten Stadion und zwar ist das StubHub Center von LA Galaxy. Aber da sieht die Beleuchtung halt auch genauso krank aus. Und ja, das ist eben so bei einer schönen Abendstimmung. Sieht auch sehr, sehr schön aus, kann man nicht viel dazu sagen. Wir gehen rein ins vorletzte und zwar The Amex Stadium von Brighton. Und das ist das hier. Ja, auch sehr, sehr schön, Standardstadion würde ich sagen und für alle Fans natürlich von diesem Verein ist das natürlich krass, die freuen sich da natürlich drüber. Und das ist das letzte Stadion von Huddersfield Town, das Kirkless Stadium würde ich jetzt mal sagen, ist wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, aber das ist dieses hier, sieht auch sehr, sehr schön aus und die sind ja aufgestiegen und da ist das Stadion jetzt halt auch natürlich dann mit dabei in FIFA 18. Mit HD-Zuschauermengen, Vereins- und stadionspezifischen Bannern, neuen Spielfeldelementen, regionalen Gesängen und mehr sorgt FIFA 18 auf PS4, Xbox One und PC für packende Atmosphäre und noch unverkennbaren Stadien als je zuvor. Und da sieht man dann auf jeden Fall auch noch alle Stadien, die dabei sind in FIFA 18. Zum weltweiten Spielstart von FIFA 18 am 29. September kannst du in über 75 Stadien aus aller Welt, darunter 50 komplett lizenzierte, antreten und erleben, wie die Spieler, die Teams und die Atmosphäre des Fußballs im Anstoßmodus, im Karrieremodus und in Ultimate Team zum Leben erweckt werden. Und wie gesagt, da ist die ganze Liste. Ich verlinke euch die Seite natürlich auch in der Beschreibung. Ja, Freunde, das war es auf jeden Fall jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Nummer nach oben da. Checkt gerne noch den Merchandise in der Beschreibung ab. Und vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao.